thank you Eine Auftragsverarbeitung, kurz AV genannt, liegt vor, wenn die Schule die personenbezogenen Daten nicht selbst, sondern durch einen externen Dritten verarbeiten lässt. Einige Beispiele für eine solche Auftragsverarbeitung sind Nutzung von externen Servern, übrigens auch für den Fall, dass diese vom Schulträger bedient werden, Cloud-Dienste, Nutzung von Software, welche webbasiert, also über Internet oder Intranet zugänglich, zur Verfügung gestellt wird, Wartungsdienstleistungen an IT-Systemen, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten dafür erforderlich ist, Entsorgung von Akten oder Datenträgern durch externe Unternehmen. Entscheidend für das Vorliegen einer Auftragsverarbeitung ist, dass der Auftragnehmer keinen eigenen Beurteilungs- oder Entscheidungsspielraum hat. Insofern bleibt die Schule als Auftraggeberin weiterhin Herrin ihrer Daten. Und der Auftragnehmer führt die Datenverarbeitung in völliger Weisungsabhängigkeit durch. Details dazu finden Sie auch unter dem eingeblendeten Link. Er führt daher die Verarbeitung für den Auftraggeber nicht als Dritter im Sinne des Artikels 4 Nummer 10 Datenschutzgrundverordnung durch. Es besteht vielmehr zwischen dem den Auftrag erteilenden Verantwortlichen und seinem Auftragsverarbeiter ein Innenverhältnis. Die Verarbeitung durch den Auftragsverarbeiter wird deshalb grundsätzlich dem Verantwortlichen, also der Schule, zugerechnet. Hierzu können Sie weitere Informationen unter dem eingeblendeten Link entnehmen. Die zentrale Vorschrift für Auftragsverarbeiter in der DSGVO ist Artikel 28, wonach dem Verantwortlichen gemäß Absatz 1 vor Auftragsvergabe zunächst eine Prüfung der Eignung des Auftragsverarbeiters auferlegt wird. Der Verantwortliche darf sich danach nur solcher Auftragsverarbeiter bedienen, die auch hinreichende Garantien dafür bieten, dass sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für einen ausreichenden Datenschutz anwenden, so dass die Verarbeitung im Einklang mit der DSGVO erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet. Zum Beleg solcher Garantien können auch genehmigte Verhaltensregeln des Auftragsverarbeiters nach Artikel 40 DSGVO oder Zertifizierung nach Artikel 42 herangezogen werden. Und wie muss nun ein Vertrag mit dem Auftragsverarbeiter aussehen? Der Verantwortliche muss mit dem Auftragsverarbeiter einen Vertrag über die weisungsgebundenen Tätigkeiten schließen, der schriftlich oder in einem elektronischen Format abgefasst sein kann. Hierfür können sowohl individuelle Regelungen getroffen als auch von der EU-Kommission oder von der zuständigen Aufsichtsbehörde verabschiedete Standardvertragsklauseln verwendet werden. Für den notwendigen Inhalt des Vertrags gilt in großen Teilen das Gleiche wie vor dem Inkrafttreten der DSGVO. Bestehende Verträge können daher fortgelten, wenn sie den Anforderungen der DSGVO entsprechen oder auch darüber hinausgehen. Beispielsweise muss ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung eine Regelung zur Bereitstellung der Daten beinhalten und die Einhaltung der besonderen Bedingungen für den Einsatz von Subunternehmern regeln. Unter anderem muss der Vertrag außerdem vorsehen, dass der Auftragsverarbeiter die gemäß Artikel 32 DSGVO erforderlichen Maßnahmen ergreift. Da der Verantwortliche gemäß Artikel 24 DSGVO für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung insgesamt verantwortlich ist und bleibt, ist weiterhin anzuraten, die mindestens erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen darzustellen. Dazu gibt es unter dem eingeblendeten Link weitere Informationen. Wenn man in den zitierten Artikel 28 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung schaut, stellt man fest, dass dort unter anderem geregelt ist, wie genau dieser Auftragsverarbeitungsvertrag aussehen muss, dass Daten nur auf ausdrücklichen Auftrag des jeweiligen Verantwortlichen verarbeitet werden dürfen und wie die Daten auf der Verarbeitungsplattform gesichert sein müssen. Hier wollen wir aber jetzt nicht zu tief abtauchen. Die zitierten Artikel 44 bis Artikel 49 DSGVO regeln das Ganze auf ähnliche Weise, wenn der Anbieter nicht in der EU sitzt, sondern im Nicht-EU-Ausland. Wenn es sich um mehr als Auftragsverarbeitung handelt, das heißt dem Auftragsverarbeiter ein eigener Entscheidungsspielraum zusteht, muss eine Rechtsgrundlage für die Datenweitergabe vorliegen. Beispiele hierfür sind 31 Absatz 4 Nummer 1 Niedersächsisches Schulgesetz im Zusammenhang mit der Agentur für Arbeit oder 31 Absatz 6 Niedersächsisches Schulgesetz im Zusammenhang mit der Meldebehörde. Dazu muss dann auch kein Vertrag über Auftragsverarbeitung geschlossen werden. Was bedeutet das für die Schulen? Für die Auftragsverarbeitung ist ein Vertrag zwischen der Schule als Verantwortlicher und dem Auftragsverarbeiter zu schließen. Hierzu mehr unter dem Link. Zum Auftragsverarbeitungsvertrag ist noch anzumerken, dass es hier insbesondere bei internationalen Anbietern zu Kollisionen kommen kann. Haben Sie schon einmal etwas vom US Cloud Act gehört? Der US-Cloud Act trat im März 2018 in Kraft und erlaubt US-Behörden auf personenbezogene Daten zuzugreifen. Die im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Unternehmen sind, auch dann, wenn sich diese Daten außerhalb der USA befinden. Das Gesetz gilt nur für Anbieter elektronischer Kommunikationsdienstleistungen. Wenn wir also einen US-Anbieter wählen, dann könnten personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern auf einmal dem Zugriff durch US-Behörden offenstehen. Die EU hat hier hingegen eine klare Meinung: Personenbezogene Daten sind tabu auch wenn ein US-Richter danach fragt. Dazu gibt es auch eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Hier muss also immer ein Auge darauf gerichtet werden, dass ein entsprechender Anbieter sich EU-konform verhält. Das könnte beispielsweise dadurch erfolgen, dass der Anbieter im Vertrag zur Auftragsverarbeitung bestätigt, dass die Regelungen des Cloud Act nicht für das aktuelle Vertragsverhältnis gelten. Wir müssen an dieser Stelle noch eine Frage klären. Und zwar sieht der Datenschutz für viele Fälle eine sogenannte qualifizierte Einwilligung vor, also die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung der eigenen Daten. Das steht im Artikel 7 Nummer 1 der Datenschutzgrundverordnung. Und das heißt, dass diese Einwilligung eindeutig sein und aktiv durch eine Handlung erfolgen muss. Zudem muss sie zwingend freiwillig, also ohne Zwang sein und bei Bedarf oder Wunsch der Person widerrufbar. Das ist alles nachvollziehbar, sonst wäre es ja keine Einwilligung. Weiterhin muss eine solche Einwilligung natürlich nachweisbar sein. Im einfachsten Fall erfolgt das Ganze also schriftlich. Im Falle der Schule kann das beispielsweise bei der Einschulung erfolgen oder aber auch für spezielle Fälle separat und mit speziellen Grenzen oder Anweisungen. Gegebenenfalls muss eine solche Erklärung auch mehrfach beispielsweise alle zwei Jahre abgegeben werden. Je nach Alter unterzeichnet dann eine solche Einwilligungserklärung ein Erziehungsberechtigter. Dass eine solche Einwilligung vorliegen muss, klingt manchmal banal, ist aber wichtig und kann leicht vergessen werden. Liegt die Erklärung nicht vor, kann das rechtlich unangenehme Folgen haben. Ein Beispiel hierzu. Haben die Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte oder auch die Lehrkräfte jeweils nicht der Veröffentlichung von Fotos auf einer Schulhomepage zugestimmt, so wäre das schon ein datenschutzrechtlich kritisches Verhalten. Denn die Veröffentlichung solcher Fotos ist definitiv nicht durch die genannten fünf erlaubten Zwecke aus dem Paragrafen 31 Niedersächsisches Schulgesetz abgedeckt. Bleibe ich bei der Verarbeitung von Daten im Rahmen des schulischen Auftrags und den Regelungen des Paragraf 31? benötige ich eine solche Einwilligung nicht. Darüber hinaus schon. Hierzu noch ein Beispiel. Wenn für eine Busfahrkarte einer Schülerin oder eines Schülers ein Bild im Sekretariat abgegeben wurde, um es dann für das Erstellen der Busfahrkarte zu nutzen, so ist das in Ordnung. Das ist nämlich explizit im 31 Absatz 2 Nummer 2 für sogenannte Träger der Schulbeförderung freigegeben. Nutzt das Sekretariat aber dieses Bild für eine Schulkartei, so geht das klar über den Inhalt des Paragraphen 31. Niedersächsische Schulgesetz hinaus und es müsste in jedem Fall eine Einwilligungserklärung eingeholt werden. Man spricht hier auch von einer sogenannten unrechtmäßigen Zweitverwertung.